Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Madison. So, wir sind hier stehen geblieben, wollten diesen Raum inspizieren, runtergehen, gucken, was uns hier Gruseliges erwartet. Oh, Uhren. Oh, Eingebung. Genau, denn den Raum haben wir ja, den Schlüssel haben wir gefunden. Relativ schnell sogar, da war ich von mir selbst überrascht. Tinnitus. Thing is feeding off of me. Aha. What the fuck does this even mean? The TikTok. House is full of clocks. Sehr witzig. TikTok. Ich kann die hier anklicken, aber das sind die gleichen Uhren, mit denen ich nichts machen kann wie oben. Was wäre man mit so vielen Uhren? Die sind alle 5 vor 12, ne? Bis auf die hier. Die sind alle 5 vor 12. Noch eine verschlossene. Du kriegst die Tür nicht zu. Oder nicht auf. Kann ich das mit den Bolzenschneider hier aufschneiden? Neun links, 11 rechts, 5 links. 9 links, 11 rechts, 5 links. Also 9, 11, 5. Okay. Ach so, ja, du weißt, wo du sie findest. Damit war eigentlich nur der Raum gemeint, keine Uhr. Das ist der grüne Safe, ne? Ich habe ja die ganze Zeit eine Uhr gesucht mit einer Uhrzeit. Was habe ich eben gesagt? 11? Nee. Warte, kleinen Moment. Also 5 links zum Schluss. 9 links, 11 rechts. Oder mit was fange ich dann an? 9 oder 11? 9. 9 links, 11 rechts, 5 links. So, wollen wir mal schauen, womit wir, was wir aus dem Safe bergen können. Und wie wir denn weiterkommen. Lo. Ist auf jeden Fall sehr peaceful hier, seitdem die... Ich sollte meine verdammte Klappe halten. Ich sollte mein Schandmaul halten. Jedes Mal, wenn ich hier irgendwie so Quatsch erzähle, da kommt hier irgendwas und... Aber das war nicht die Oma, oder? Die sah so anders aus. Von der Frisur. Jedes Mal, wenn ich denke... Ich sag am besten nichts mehr. Ich dachte, da kratzt was. 9 links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5. Eine Uhr. Noch eine Uhr drin, ich kriege eins so viel. Das ist so viel Text. John, mein Sohn. Ich bin ein alter Mann geworden. Bla bla bla. Bla bla. Stolz, wie du dich entwickelt hast. Glücklich. Zwei Großkinder. Luca und Chanel. Ich schreibe den Brief. Verstehst du alles? Gott existiert. Und genau wie er existiert auch Satan. Schön. Ich habe mein ganzes Leben hart versucht, nicht dran zu glauben. Aber die Zeit hat mir gezeigt, dass ich absolut falsch lag. Deine Mutter war nicht krank die ganze Zeit. Not a thing is...
trace the markers. Okay, also er schreibt auf jeden Fall seinen Sohn John, dass er sich halt getäuscht hat. Ne? Also es gibt einen Gott, genau wie es einen Satan gibt. Er wollte eigentlich gar nicht an Gott glauben, hat jetzt aber gemerkt, dass Gott existieren muss. Die Oma hat er zu Unrecht als verrückt abgestempelt. Wer hätte es gedacht? Und er würde gerne in die Zeit zurück sagen und ihr sagen, dass er ihr glaubt. So. Blaue Knie sind real. Noch mehr zu lesen. So, ich habe versucht, sie 15 Jahre lang zu kontaktieren. Also mit diesem Voodoo-Kram da, denke ich mal, jetzt hier diesen Ritualen. Ich möchte mit ihr nur ein letztes Mal sprechen. Ich werde sie eines Tages, also irgendwann werde ich sie wiedersehen und werde sie anflehen, mir zu vergeben. Diese Einsamkeit erinnert meinen Tag. Diese Einsamkeit erinnert mich Tag für Tag, wie hart es ist, mit meiner meistgeliebten Person in der Welt zu leben. Ah! It somehow managed to get back. Anyway, I now keep it in my possession under locks and keys. Also man kann dieses komische Buch nicht zerstören. Also hat er versucht, das irgendwie zu... also wegzusperren, unfindbar zu machen. Hier ist noch eine Uhr. Hier ist noch eine Uhr! Ah, das sagt mir was, das sagt mir was. So, pass auf. Und was können wir hiermit machen? Mit dem Safe noch gar nichts, ne? Wir haben jetzt auch keinen Tipp, wie wir den öffnen. Gut, ich mach das Gleiche. Ne, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5. Hätte ja sein können, dass er dumm ist und über... Oh Gott. Mach ich das? Hätte es sein können, dass er dumm ist und überall die gleiche Zahlenkombination nimmt? Was ist mit dem Viech? Die Erscheinung wird halt immer häufiger. So, auf jeden Fall kann ich doch diese Dinger hier einsetzen. Jetzt kann ich die Uhr nehmen. Ich raff es nicht. Hätte ich das jetzt aus dem Brief entnehmen sollen? Weil wenn ja, dann habe ich es nicht verstanden. Jammer, jammer. Eine Uhr. Wo haben wir denn noch eine Uhr? Ganz am Anfang haben wir eine Uhr. Im Keller haben wir eine Uhr. Aber wieso kann ich denn die hier nicht nehmen? Achso, das ist eine andere Uhr. Okay. So. Ja, mal im Keller hier austauschen da. Keine Ahnung, ob das irgendeinen Sinn ergibt, ob ich da irgendeine Reihenfolge einhalten muss. Aber ich kann die auch oben wieder reinpacken. Oh nein, ich kann die oben wieder reinpacken. Das heißt, es gibt bestimmt eine Reihenfolge, die eingehalten werden muss. Da ist noch eine Uhr. Ich pack die mal einfach erstmal um. Ich guck mal, was passiert, wenn wir die ganzen oberen Uhren da frei haben. So, jetzt haben wir hier die 1:30. Aber nach was soll ich denn das denn sortieren? Wir haben ja immer nur diese kleinen Kuckucksuhren, ne? Wir haben ja jetzt... Wir haben ja nicht überall eine Uhr, wo so eine Kuckucksuhr ist. Hier war gar keine. In der Küche haben wir noch eine. Da können wir gleich mal hingehen. Aber wir haben... Das ist völlig normal. Mach mir lieber keine Gedanken.
Auf dem Dachboden haben wir auch noch eine Uhr. Ich sollte vielleicht nicht ganz so viel trödeln. Ich gehe erstmal auf den Dachboden. Oh mein Gott. Warum? Im Keller war keine mehr, oder? Also ganz im Keller da, Dunkelkeller? Nee, ne? Auf dem Dachboden hatten wir noch eine Uhr. Vorne. Ey, wie viele Rätsel sich alleine nur in dem Haus abspielen. Austauschen. Ja. War hier noch eine? Nee, wir haben nur eine, ne? Eine pro Raum quasi. Also, wenn in einem Raum eine ist, ist nur eine da gewesen. Die Logik des Tages, wenn in einem Raum nur eine ist, ist nur eine Uhr da gewesen. Aber ich kann hier immer noch nicht reingucken. Das ist ja verrückt. Kann ich von drin rausgucken? Nee. Ach, das ist dann wahrscheinlich der andere Raum, der da unten noch verschlossen. Nee, das ergibt keinen Sinn, wir müssen hier runter. So, die Uhr haben wir. Wahnsinn, die kann da klopfen und hier erscheinen. Multitasking, das können nur Frauen. So, ich glaube, das war die letzte, ne? Oder auch nicht. Ich habe immer noch nur eine Uhr bekommen. Oder geht das wirklich... Also wenn das wirklich der Reihenfolge nach geht, ist ja krass. Dann habe ich ja so viele Uhren, die ich bestücken muss. Dass ich jetzt gar nicht wüsste, unter welchen Auswahlkriterien... Mal die Uhren im Keller, die sind fast alle auf 5 Uhr, ne? Wozu ist das gut? Wenn ich die oberen Uhren alle austausche. Habe ich jetzt eine vergessen? Ja, hier ist keine. War doch auch keine drinne, ne? Im Keller war im Keller eine Uhr. Ich wüsste jetzt nicht, dass wir hier eine Uhr hatten. Du, 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 du. Ah. Wenn es hier nicht, also wenn wir hier keine mehr haben, dann gehe ich nochmal in den Uhrenraum. Du Uhrenraum. Achso, hier ist ja... Ja, wir haben ja jetzt hier auch einen Keller. Warte mal. Also ohne Brunnen. Aber hier ist keine Uhr. Das ist ja skurril. Nee, falsche Richtung. Nur die Interaktionen werden immer krasser. Ich denke mal, der Dämon wird mich jetzt demnächst beseitigen. Wollen, tun. Wie auch immer. Aber eigentlich kann er noch gar nicht. Wir haben ja noch gar nicht alle Rätsel gelöst. Müssen wir erst hier fertig machen, oder nicht? Die ist verschlossen.
Ah! Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ist was aufgegangen? Doch, die habe ich gesehen. Ja klar, den habe ich doch schon ausgetauscht. Geht das nach Uhrzeit? Die Uhren sind alle auf 5 vor 12. Die großen Uhren, da haben wir 1, 2, 3, 4. In den kleinen Uhren haben wir 3 hier im Raum, ne? Die da hinten. Eins, zwei, drei, vier. Wir haben jetzt 20 nach 4. Oh Gott. Muss der hier möglicherweise dahin? Aber welcher ist entscheidend? Der obere oder der untere? Beim unteren kam der Kuckuck raus, ne? Pass auf. Machen wir unten nochmal frei. Packen den einmal hier rein. Den nach hier unten. So, jetzt haben wir 20 nach 8. 20 nach 8. Mhm. 5 vor 12. Jetzt muss ich aus dem ganzen Haus hier die richtigen Uhren suchen. Und muss die den Uhren hier zuordnen, ja? Was haben wir denn hier noch? Wir haben jetzt hier 9:30. Haben wir aber auf den Uhren nicht. Hier haben wir 5:10. Haben wir hier auch nicht. So. 9:55. Die beiden Uhren sind gleich. 9:55 und die auch. Die sind gleich. Also 20. Wir suchen erstmal 7:20. Was soll hier denn schon Schlimmes passieren? Wenn du singst, dann stört dich das nicht. Und du kannst dich nicht erschrecken, denn es ist nicht gruselig. Hier haben wir 13:30. Alter, ich habe mich so verjagt, ich habe vergessen, was ich suchen wollte. Gut, gehen wir eben wieder in den Keller rein. Oh, Junge, ey. Dann fangen wir hiermit an. Wir suchen 9:55, das kann man sich merken. Auch unter Schock kann man sich das merken. 9:55. Eieieiei. So. Nein. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit vorne. Oh, jetzt muss ich alle Uhren wieder ablaufen. Die mussten wir auch mitnehmen, ne? Das war das doch. Hier, guck mal hier, mein Freund. So, die schmeißen wir jetzt unten in die Uhr. Eine war doch auf 7:20, bin ich der Meinung. Dann haben wir noch Dachboden und hinten.
Warte mal, 20 vor 7, das wäre die oder die. Die muss aber nach unten, ne? 20 vor 7 ist korrekt, aber die muss nach unten. Wie bekomme ich die denn jetzt runter? Warte mal, die kann ich jetzt... Dann packen wir die erstmal dahin. Nehmen die hier. Das machen wir hier unten frei. So. Die kommt da rein, die kommt da raus und dann packen wir die da unten rein. So. Wir 20 vor 7. Gut, und die beiden, müssen die beide auf 20 nach 4. Also der da und der, den haben wir richtig... Theoretisch. Also. Oh, wir suchen erstmal 5 vor 12. Der könnte halt auch auf dem Dachboden sein, ne? Das ist natürlich mega cringe. Für uns. Ploppt die immer auf den gleichen Plätzen auf? Dass ich mir das merken kann, vielleicht? Oh, Viertel vor 8. Okay, dann ist es die jedenfalls nicht. Dachboden. Bleibt, glaube ich, nur noch der Dachboden. Meine Stimme wird immer höher. Aber das liegt nicht daran, dass ich Angst habe. Ja, muss ich auf den Dachboden nochmal gucken hier. Ey. Meine Nerven liegen blank, ne? Aber ich würde das Rätsel gerne noch diese Folge lösen. Das wäre mir schon ganz recht. Und wenn... Und wenn ich das falsch mache, hier haben wir 5 vor 12, dann habe ich definitiv eine halbe Stunde Zeit verschwendet. Mit Uhren sortieren. Suchen und sortieren und tauschen. So, 5 vor 12. Jetzt kann ich die auch wieder nicht unten reinpacken. Das heißt, ich muss ja wieder tauschen. Welche ist denn noch falsch? Die hier ist sowieso falsch, ne? Tauschen wir erstmal hier mit. Nehmen wir die raus. Packen die rein. Wieder raus. Da wieder rein. Und hier wieder raus. Und weil ich so clever bin, fällt mir gerade auf. Ich muss das ja mit einer anderen Uhr, sprich der Küchenuhr oder so, dann auch noch machen. Okay, der ist auf 5 vor 12. Dann brauchen wir theoretisch nochmal 20 nach 4. Und zwar hier. Was ist das für eine Uhr? Okay, warte mal. 20 nach 4. So, wie viele Uhren haben wir denn? Buh. Buh. War ich ein bisschen umsonst cool, oder? Oh mein Gott. Ich dachte gerade, da hat sich was bewegt.
Aber mir fehlt doch denn eine 20 nach 4. Ich habe doch gar keine mehr, ne? Die habe ich getauscht. Hier habe ich getauscht. Da hinten ist keine. Hier ist sowieso keine. Nee. Ich habe eine übersehen. Irgendwo muss ja noch eine Uhr sein, die auf 20 nach 4 eingestellt ist. Theoretisch. Aber wo? Dachboden war es nicht. Dachboden war es doch. Nee. Haben wir die 20 nach 4 auf dem Dachboden, auf, also als wir da oben waren, auf dem Schirm gehabt? Aber jeder Raum hat hier so eine Uhr eigentlich, ne? Bis jetzt gehabt. Wieso der nicht? Ist die versteckt? Aus aktueller Sicht nicht. Keller war ich, da war kein... Alter, ich glaube, ich komme meinem Ziel näher. Das ist so ein Krampf. Das ist so ein verdammter Krampf mit diesem komischen Viech. Da ist zu. Ich suche noch eine Uhr. Wo könnte die nur sein? Mach doch einmal Tick-Tack. Lass mich nicht allein. Das ist aber Viertel vor. Hier ist keine Uhr mehr drin und den kriege ich nicht auf. Warum auch immer. Der hat irgendwie eine andere Kopf. Andersrum? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nö. Da will er nicht. Also angenommen, ich habe eine Uhr übersehen. Wo soll die sein? Ja gut, es könnte noch sein auf dem Dachboden hinten in der Ecke. Aber ist jetzt... Da war eigentlich hier auch keine Uhr. So ein Spacken, ey. Ich hasse dich. Hast du gehört, Oma? Ich hasse dich. Also, Spiel Oma, ne? Ja. Virtual Reality Oma. Nicht meine echte Oma. Die ist toll. Aber wo könnte die Uhr sein? Wenn ich eine Uhr wäre, die ich nicht finden soll, wo wäre ich da? In der Dunkelkammer hier? Oder ist es vielleicht gar nicht 20 nach 4? Habe ich mich da vielleicht verguckt? Warte mal. Vielleicht muss ja 20 nach 4 an diese Längswanduhr und die an der Treppe... bekommt eine eigene Uhrzeit. Also eine andere.
Pass auf, die haben wir, die haben wir. Die haben wir theoretisch. 7:45. Ach, ich bin so ein Held. Ich bin so ein Held. So, das können wir gleich schon mal... Nee, das brauchen wir gar nicht tauschen. Unten ist frei. Also, wir suchen 7:45. Ich bin so genial. 7:45 ist an der roten Uhr gewesen, oder? Oder? Augen zu, ich komme. Alles cool. Oh, ich gehe hier immer vom Schlimmsten aus jetzt. Paranoia. Was passiert eigentlich, wenn ich die olle Schrapnelle, wenn die auch nicht fotografiert, die? So, 7:45. Des Rätsels Lösung? Fragezeichen. Mal jetzt ein Foto von der hässlichen, wenn die aufploppt. Jetzt zeige ich ihr mal, wie die hier rumläuft. Ventilator. Oh, Tür. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mich vor diesem Ventilator schon erschrocken habe. Du. So. Ich bin noch wegnehmen. Alle Uhren drehen frei. Yay! Ist das was Gutes? Oh, ich bin mir nicht sicher, ob das hier richtig, also gut ist. Okay, die Tür geht auf jeden Fall nicht auf. Oh, ich hasse mich jetzt schon. Und ich will es sehen. Okay, das raff ich nicht. Also ich kann die nicht mehr nehmen, ne? Das Rätsel ist gelöst, aber was habe ich damit gemacht? Hab's kapiert. Ist das hier wieder was Neues? Ich finde das makaber, dass eine Uhr an einer Stange hängt, die an einem Seilzug ist, mit einer Kette in die Decke. Pass auf. Wir drücken die Uhr noch, bevor wir die Folge ausmachen. Also wir gucken uns die mal an. It seems like he never finished this one. Okay, die hat er also nicht fertig gekriegt. Hinten ist leer. Ich kann die halt nehmen. Aber was soll ich mit der machen? Warte. Ich habe doch diesen komischen Stein gehabt. Okay, hätte ja sein können. So, damit das dann runterkommt, dachte ich. Okay, also ich soll die Uhr fertig machen und da wieder ranhängen, oder? Wie darf ich das verstehen? So, Leute, das war auf jeden Fall wieder eine weitere Folge Madison. Ich hoffe, ihr habt euch das ein oder andere Mal mit mir zusammen erschrocken. Mich ansonsten vielleicht ausgelacht. Ist auch in Ordnung. Hauptsache, ihr habt Spaß und seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.